Moin Freunde, was geht? Wir sind wieder am Start mit einem neuen Bruto-Video und heute geht es mal um die knackigen Spoiler der nächsten paar Episoden. Wir knacken damit die 100er-Marke und ja, es sieht ein bisschen komisch aus, denn anscheinend geht's weiter mit den Fillern, die keine Filler sind und doch wieder Filler sind, weil sie sich so anfühlen, aber keine Filler sind. Ja, ohne Spaß. Also, wir haben den nächsten großen Arc. Mal schauen, wie groß er dann tatsächlich sein wird, im Gegensatz zum letzten Mitski-Arc. Wir haben jetzt nächste Episode, also am Sonntag kommt die Folge noch mit Shikadai. Irgendetwas Politisches in der Richtung, aber scheint wohl kein Anfang des nächsten Arcs zu sein. Wirklich nur eine Folge für sich. Wird also sowieso, wie ich es in meiner letzten Review schon angesprochen hatte, nur wieder darauf hinauslaufen, dass Shikadai am Anfang sich irgendein komisches Ziel setzt, dass er Politikstudent werden will und am Ende der Folge wieder sagt, yo, lass mal wieder Ninja sein. Also, das ist im Grunde wahrscheinlich der Plot der nächsten Episode, also völlig irrelevant sein Opa. Und dann dementsprechend ab nächster Woche, also ab übernächster Folge, Folge 98, haben wir den neuen Arc und ja, der fühlt sich ein bisschen Pokémon-mäßig an, denn es geht um Taubsies. Ja, kein Spaß, ist wirklich so. Also ich weiß, ich habe wieder absolut keine Worte für diese ganzen Episoden, aber wir schauen uns das Ganze hier im Detail an. Also, Folge 98, der fucking verfluchte Wald. In einem Dorf am Rande des Feuerreiches werden Dorfbewohner von gefährlichen Vögeln angegriffen. Digga. Oh Mann, ey. Alter, ich komm nicht klar. Sowohl Team 7 als auch Team 15 werden mit der Mission beauftragt, herauszufinden, welches Mysterium im Wald liegt. Sie werden von ihrem Informanten Tosaka ins Dorf eingeladen und auf ihrem Weg zu den Vögeln treffen sie ein gefährliches Monster. Erstmal möchte ich eigentlich nur einen Satz zu dieser Folge sagen, und zwar Team 15 und Team 7. Gut, dass Sumire Fokus bekommt, aber nicht gut, dass die anderen beiden Mädels Fokus bekommen. Das heißt, wir kriegen 4 Folgen am Stück Wasabi und Nami da. Bombe, Digga! Bombe! Ohne Spaß, ja? Also das wird ein absolutes Fest. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Hashirama-Schriftrollen und die Heulattacken-Noijutsus. Ohne Spaß. Also da freue ich mich richtig drauf. Das wird überhaupt nicht nice. Also, mal gucken. Folge 99. Jugo und das Mal des Fluches. Boruto und Sarada erkennen Jugo, der unter der Kontrolle eines Fluchmals steckt und sich in ein Monster verwandelt hat. Das Mal des Fluches ist ein Forschungsmaterial von Orochimaru, aber Jugo besitzt diese Kraft von Geburt an. Jugo verliert die Kontrolle und greift Boruto und die anderen an. Schaffen Boruto und seine Freunde es, Jugo zu besiegen! Erstmal, ich finde es natürlich cool, dass wir einen Charakter wie Jugo haben. Okay, an der Stelle muss ich definitiv sagen, Jugo ist ein cooler Charakter, ich mag ihn, finde ich nice, dass er hier irgendwie auch so ein bisschen seinen eigenen Arc bekommt und so weiter. Generell, dass er vorkommt, finde ich cool. Generell, ich mochte Team Taka damals von Sasuke sehr, also Suigetsu fand ich cool, Jugo fand ich cool, Karin jetzt nicht unbedingt, aber ich fand das Team an sich eigentlich ziemlich nice. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir Jugo hier jetzt in so einem Arc bekommen. Aber die Umstände sind ein bisschen komisch, also das ist auf jeden Fall ein bisschen fraglich. Jetzt einen Arc zu bekommen, wo Vögel untersucht werden in irgendeinem random Wald, irgendwo am Ende des Feuerreiches, ich glaube irgendwo im Flussreich oder so, und da sollen jetzt die Vögel einfach untersucht werden und Jugo hat damit irgendwie was zu tun und keine Ahnung, also ist ein bisschen seltsam. Es geht hier auf jeden Fall in die Richtung des Fluchmals, das kann man definitiv sagen. Wir hatten ja auch mit der Byakuya-Brigade damals rund um Folge 40 oder so, mit dem Shikadai-Arc, auch schon so ein bisschen diese Richtung der Fluchmale. Und generell jetzt hier im Mitski-Arc hatten wir auch so einen kleinen Teaser auf das Fluchmal in Mitskis Körper selbst. Deswegen, es geht hier immer von Arc zu Arc so ein bisschen um die Fluchmale. Und letztendlich denke ich, das wird alles so eine kleine Foreshadowing-Sache sein in Bezug auf die Karma-Male, die wir bekommen. Also auf die Kara-Male und so weiter. Deswegen, es wird eigentlich nur so eine kleine Vorarbeit sein für das, was wir später bekommen, wenn irgendwann mal in 50 Jahren die Manga-Story adaptiert wird. Aber das wird anscheinend noch dauern, denn
mit diesen 4 Folgen ist es nicht getan. Also laut dieser Summary, ich werde gleich noch auf die nächsten beiden Folgen eingehen, aber mit diesen Zusammenfassungen der 4 Folgen haben wir anscheinend nicht mal den Schluss dieses Arcs. Also der Arc scheint wohl mit diesen 4 Folgen nicht mal beendet zu sein. Das heißt, er geht wohl noch ein bisschen weiter, vielleicht insgesamt 6 Folgen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir werden erstmal keine Manga-Story haben. Und das ist so ein bisschen so die Sache. Mal schauen. Wir kommen zur nächsten Episode, ein bestehender Pfad. Die beiden Teams untersuchen die Stelle der Vögel und stellen fest, dass auch diese von den Fluchmalen kontrolliert werden. Jugo absorbiert jedes dieser Male und wird immer gefährlicher. Boruto und seine Freunde nutzen Beruhigungsmittel, um die Vögel zu besiegen, doch auf einmal verliert das Team alle ihre Mittel. Ja, nice. Bester Plan EU West, würde ich dazu sagen. Ansonsten habe ich zu dieser Folge an der Stelle nicht wirklich viel zu sagen. Man hätte diesen Arc hier an dieser Stelle zwar easy peasy beenden können. 3 Folgen finde ich für Vögel jagen im Safari Park definitiv auch schon ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber das jetzt noch ein bisschen mehr strecken zu wollen, indem man die Beruhigungsmittel wegpackt und Boruto und den anderen gar keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie hier das Ganze komplett abzuhandeln in einer schnellen Art und Weise, ist halt wirklich so eine Sache. Also das muss man halt einfach sagen. Wir kommen zur letzten Episode, die ich euch jetzt präsentiere. Folge 101, Jugos Verstärkung. Genau wie Borutos Team wurden auch Forscher vom Flussreich geschickt, um die Geschehnisse zu untersuchen. Sie schnappen Jugo und nehmen ihn gefangen. Boruto und die anderen wollen Jugo befreien, doch die Forscher behandeln sie mit Verachtung. Da muss ich erstmal sagen, wie geht das? Also, wenn Jugo doch so stark ist, warum kann er diese Lappenforscher nicht einfach one-shotten? Ja, also, das ist so eine Sache, da muss man definitiv abwarten, wie soll das denn jetzt aussehen? Außer die haben mega krasse Ninja-Tools, ja, mit denen sie Jugo einfach easy-peasy fangen können. Keine Ahnung, wie das da jetzt so in der Welt aussieht, weil der Anime zeigt uns wohl hier mehr oder weniger ein bisschen was anderes als der Manga, ist ja einfach klar. Und keine Ahnung, was da wirklich auf uns zukommen wird. Ich hätte jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass wir hier einen Jugo-Arc bekommen, dass wir hier einen Taubsi-Arc bekommen. Also es ist ja wirklich einfach ein bisschen komisch hier mit den nächsten paar Episoden. Aber naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das war es eigentlich schon zu diesen 4 Episoden. Also mehr haben wir hier nicht. Wir haben im April ein neues Opening. Heißt also, weil diese 4 Folgen auch in den April hineingehen, dass wir nichts mit einem Kristall-Kurama oder sowas haben werden, weil, wie gesagt, in diesem Arc kommt kein Shikadai, also gar kein Team 10 vor, es kommt kein Shinki vor und so weiter. Also hier ist wirklich gar nichts von dieser Sache, die wir im jetzigen Opening sehen, überhaupt nicht die Rede. Und das ist eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, weil das Opening verspricht ein bisschen viel mit dem Yogan, mit Boruto und mit den ganzen anderen Genen und so weiter, und wir kriegen davon überhaupt gar nichts. Nee, wir bekommen einen Mitsuki-Arc, der jetzt nicht so Bombe war, und jetzt einen Taubsi-Arc. Also das ist halt wirklich, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Wir bekommen also ein neues Opening, was die Synchronsprecherin von Boruto betrifft, hatte ich das ja die letzten paar Male auch schon ein bisschen angesprochen. Das heißt, die Synchronsprecherin von Boruto ist schwanger. Könnte also sein, dass Boruto in der Zukunft weniger Screentime bekommt oder vielleicht sogar auch eine neue Stimme in diesen Episoden bekommt. Ich weiß es nicht, wie man da jetzt vorgehen wird, aber das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die da in der Zukunft auf uns zukommen können, wenn es um den Boruto-Anime geht. Das heißt, entweder neue Stimme von Boruto oder Boruto weniger im Fokus. Das heißt, mehr andere Charaktere, was ich gar nicht schlimm finden würde, aber was wir halt bisher aus knapp 100 Folgen von Boruto sehen können, ist, dass das ja bisher nicht so bombastisch gelöst wurde oder umgesetzt wurde. Und ja, das hier ist auch wieder bestes Beispiel dafür, dass solche Folgen einfach fucking Filler sind. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber fucking Vögel in dem Wald fangen und gucken, was mit denen los ist, auch wenn es um das Mal des Fluches geht, aber allein die ganzen Umstände und so weiter, also sorry, aber das ist für mich einfach das Todesfiller. Da kann man mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist einfach nur absolut lächerlich. Also da kann ich nichts zu sagen. Was ich gut finde, wie gesagt, ist das mit Jugo, dass er generell vorkommt. Das finde ich cool, und dass man so ein bisschen in Richtung Mal des Fluches geht, obwohl man das in der Vergangenheit eigentlich schon zur Genüge gemacht hat. Also
ich finde es ein bisschen komisch so einfach, was man mit dem Arc bezwecken möchte. Ich bin gespannt, wie lange der Arc geht und ich bin auch mal auf das Opening im April gespannt, ob sich das Opening auf diesen Arc beziehen wird, weil dann können wir ungefähr abschätzen, wird es ein langer Arc werden, ein sehr kurzer Arc oder was kommt da jetzt wirklich auf uns zu? Ja, 100 Folgen von Boruto sind komplett abgeschlossen und wir können tatsächlich nach 100 Episoden sagen, kein Stück Kawaki. Das ist halt wirklich einfach so eine Sache, da kann ich nur drüber lachen. Also, yo, es sieht ein bisschen so aus, als würde das noch sehr, sehr lange dauern mit der Manga-Story. Und wir erfahren so Stück für Stück ein bisschen was über die Landkarte von Narutos Welt, von Borutos Welt, was sich alles so verändert hat. Die einzelnen Naruto-Charaktere von damals sehen wir in den einzelnen Arcs alle immer wieder. Vielleicht wird auch jemand wie Jugo in so einem Arc sterben, wie das beispielsweise im letzten Arc mit Onoki passiert ist, also dass Jugo hier gefangen genommen wird und vielleicht sogar misshandelt wird oder von so einer Art Wilderern wieder komplett kaputt geschlagen wird oder so, weil die irgendwelche Mittel haben oder so, keine Ahnung. Also das ist wirklich möglich an der Stelle einfach, weiß man nicht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommen wird. Aber ich sag's mal direkt so, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, die nächsten paar Wochen in Boruto durchzuhalten, weil das Niveau wird auf jeden Fall nicht besser. Also zumindest vom ersten Blick aus. Aber lasst uns erstmal abwarten, schauen, was passieren wird. Und an der Stelle wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und freut ihr euch auf den Taubsi-Arc? Ich habe richtig Bock, nicht? Das wär's gewesen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, unten rein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.